Servus und grüß euch miteinander. Wir kochen heute wieder und zwar gibt es heute ein Lamm im Wiesenkräuter Sauerrahmteig und dazu ein Blaukrautcreme. Ist relativ simpel und zwar brauchen wir ein Mehl. Das geben wir da in den Mixer rein. Dann kommen die Wiesenkräuter dazu. So viel, dass gerade noch der Deckel zugeht. Die Blüten und Blumen sollen auch mit rein. Dann ein kleines bisschen Salz. Und das wird jetzt so fein gemixt, damit wir dann ein schönes, schmackiges, grünes Mehl haben. So schaut das Ganze dann aus. Und jetzt hat Eigelb, die Butter, ein bisschen Bier, ein bisschen Essig und was wichtig ist, Creme Fraiche oder Sauerrahm. Und das Ganze wird jetzt zum geschmeidigen Teig verknetet. Das könnt ihr auch ohne weiteres bei dem Gerät aus Wuppertal machen. Gut. Und dann lassen wir das langsam kneten. So soll der Tag dann ausschauen. Dann nehmen wir den einfach raus und dann wird der noch einmal gescheit durchknetet, dass sie wirklich alles vermischt hat. Und dann muss der für 20, 25, 30 Minuten, eine halbe Stunde einfach kalt gestellt werden. So, unseren Teig haben wir kalt gestellt. Jetzt können wir in der Zwischenzeit das Blaukraut mixen. Blaukraut ganz normal gekocht. Preiselbeeren dazu, Zwiebeln im Ansatz, Rotwein, einen Tag vorher eingelegt. Oder ihr macht es euch ganz einfach, ihr kauft ein fertiges Blaukraut, das ist aufkochen, im Mixer rein, kräftig mixen. Und was das Allerwichtigste ist, am Schluss muss ordentlich Nussbutter drunter und dann schmeckt es erst richtig gut. So, langsam hochfahren. Vollgas mixen. Ein bisschen von der Temperatur runter und dann die heiße Nussbutter drunter. Und das ist dann genau das, was den richtigen Druck vom Geschmack gibt. Jetzt ist unser Blaugrau-Creme fertig und ganz ehrlich, das müsst ihr mal probieren. Das ist ganz was anderes als wir kochtes Blaugrau, so wie man es kennt. Und es macht echt richtig Spaß, vor allem zu den Gerichten. Das lasst man dann so reinlaufen. Stellen wir dabei warm, bis wir dann den Rest fertig machen können. So, und schon sind wir soweit, dass wir unseren Lammrücken fertig machen müssen. Am besten ist es wirklich, man nimmt einen Lammrücken, der schier ist, dann tun wir den Lammrücken würzen mit ein bisschen Salz. Ein kleines bisschen Kokosblütenzucker. Und dann ist wichtig, wir brauchen einen Knoblauch ein bisschen dazu. Und da können wir ruhig zwei so Scheiben von dem chinesischen Knoblauch hernehmen. Thymian und Rosmarin ein kleines bisschen. Und dann haben wir da die Butter. Und die Butter kommt jetzt auf den Grill. Nehmen uns die Kräuter dazu. Die kommen da drauf. Es muss richtig schießen, muss das Ganze. Und dann legen wir den Lammrücken da drauf. Das Aroma ist einfach geil. Das darf richtig schwimmen. Kurz und kräftig obran, einmal dran. Die andere Seite obran, die Kräuter unten ein bisschen außer, damit man die Fasern verschließt und der Fleischsaft besser drin bleibt. Das Ganze ist dann fertig. Und mit in die ganzen Aromen, mit dem Öl, mit allem drum und dran, lassen wir das Ganze, den Lammrücken, 20 Minuten, halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Der Teig ist richtig schön angezogen, genauso wie er sein muss.
den Lammrücken, was ganz wichtig ist, dann nehmen wir uns so eine Gummispachtel und dann tun wir das ganze Fett, den ganzen Geschmack, alles was so zogen ist von den Kräutern, tun wir so runterkratzen. Dann nehmen wir uns so ein Küchenpapier und dann tun wir kurz einwickeln, da hinten Healing. Die Kräuter tun wir uns einfach wegheben, wegkratzen. Und der ganze Saft, was da jetzt dazu ist, das ist pures Küchengold. Das kommt in unser Blaugraupüree rein. Langsam unterheben, braucht man auch nicht mehr mixen. Das kriegt man so auch ganz gut hin und gut ist. So, den Teig, da schneiden wir uns ein schönes Stück runter. Legen wir her. Den restlichen Teig, den könnt ihr euch wieder in die Kühlung tun. Oder portionsweise eingefrieren, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die macht man sich einmal und dann hat man eine längere Zeit was davon. Wenn die dann ausgewählt sind, nehmen wir unseren Lammrücken. Packen wir aus. Dann kommt der so rein. Sauber verpacken, dann dürfen wir das ruhig ein bisschen drucken. Ein kleines bisschen Öl auf dem Grill. Zum Öl nehmen wir noch ein Stück Butter. Aufschäumen lassen und den Teig so drauflegen. Jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, warum da immer noch zwei so Bladel vom Blaugraut übrig sind. Die tun wir jetzt halt fein schneiden. Und wenn die fein geschnitten sind, kommen die einfach noch mit dazu auf den Grill. Weil das nämlich besonders gut schmeckt, wenn das Kraut in zweierlei verschiedene Texturen dann da ist. Einfach so obron. Kann man das auch ganz leicht salzen. Weil das ist vorher noch gar nicht abgeschmeckt. Wenn der Teig dann so ganz leicht Blasen wirft, dann ist er auch schon so weit, dass wir das erste Mal dran können. Dann hat er eine wunderschöne Bratfläche, goldbraun und genau so muss er sein. Zum Schluss einfach noch mal ein bisschen an Geschmack dazu, in Form von Butter. Ein bisschen Überraschungspackung bleibt es dann schon, gell? Aber auf alle Fälle, jetzt riecht man an. Lassen wir noch mal ganz kurz liegen, dass sich das ein bisschen entspannt. Dann nehmen wir unsere Blaugrautcreme. Zwei anständige oder drei. Ziehen wir uns einen Strich runter. Dann nehmen wir uns unser Bronze-Blaukraut und einfach ein paar so Fäden oben verteilen. Den Rest lassen wir nämlich noch liegen. Und dann schneiden wir uns unseren Lammrücken an. Das natürlich, das macht schon Spaß. Setzen wir dann so an. Kommen da noch dazu. Ein bisschen was von dem Fritt noch so drauf fallen lassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Mahlzeit.